Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Als nächstes steht uns ein Vergeltungsschlag der Aliens bevor, den wir zurückschlagen müssen. Und da gehen wir auch gleich rein. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Ich hätte natürlich am liebsten sofort wieder unser A-Team mitgenommen, aber Rob, nee, anders müssen wir es machen, aber Rob hat sich leider schwer verletzt, Ed hat sich schwer verletzt, und zwar für 26 Tage, also ziemlich lang eigentlich, das heißt, wir müssen einen Rekruten mitbringen und da bringen wir jetzt den gerade genannten Rob mit, Rob Stark. Eine kleine Änderung werden wir auch noch durchziehen. Laria kriegt wieder ihre Spitzergranate und die Blendgranate, die führt der Rookie mit ins Feld. Lass uns mal den Einsatz starten. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Sogenannten Friedenshüter greifen eines der Widerstandslager in diesem Gebiet an und töten dabei auch Zivilisten. Wir rücken aus, um so viele von ihnen zu schützen, wie wir können. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, die noch dort sind. Firebrand bringt uns ins Widerstandsversteck Freie Senke in Neu-Mexiko. Operation heißt Frostiger Komplex. Wir sollen den Vergeltungsschlag von Advent aufhalten. Dafür müssen wir mindestens 6 Zivilisten retten. Wie das geht, sagen wir euch dann gleich noch. Und natürlich sämtliche Aliens neutralisieren. -15. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Okay, also wir haben keine Verstohlenheit oder Concealment dieses Mal, sondern wir sind auch eigentlich direkt im Lager bereits. Das ist eher ungewöhnlich. Wir dürften wieder auf 3 Pots treffen, mit ähnlicher Stärke wie sonst und mit ähnlichen Gegnern, die wir kennen, und wir werden auch auf eine kleine Überraschung treffen. Also das Ziel hier auf der Map ist es, 6 so Zivilisten zu retten. Da müssen wir uns in den Kreis stellen, der um sie rum ist, dann haben wir sie gerettet. Oder wir töten einfach alle Aliens und dann werden alle automatisch gerettet, die noch offen sind. So, jetzt lassen wir mal Sam ein bisschen scouten und schauen, ob er was entdecken kann. Okay, der erste Schritt hat uns noch nichts gebracht. Was haben wir denn sonst noch hier? Ja, das ist zu gefährlich. Gehen wir noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr weit. Okay, schaut gut aus. So, Wyman. Ich habe das Gefühl, den könnten wir hier ganz gut positionieren. Getting it done. Haben wir nämlich High Ground für ihn und da kann er schön alles wegsnipen, was sich ihm in den Weg stellt. Rob geht mal hier hin. Angelaria. Affirmativo, en camino. Affirmativo, subiendo. Okay. Die Aliens erschießen normalerweise immer einen Zivilisten pro Runde. Und das ist dann auch dieser versteckte Timer. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass der Sektoid eigentlich direkt da ist. Das heißt, wir sollten den auch gleich sehen. Roger that. Enemy sighted. Exakt. Und zwar hat er einen Freund dabei, das ist ein Trooper. Schauen wir mal, ob Wyman den irgendwie sehen kann. Nein.
bei Full Cover. So eine Rob hier hinstecken. Wir sehen den gar nicht. Das ist aber nicht verkehrt. Vielleicht, wenn die nach rechts gehen, können wir hier schön Overwatch Trap aufbauen. Also, wenn sie uns den Gefallen tun, dass sie da nach rechts marschieren, also in unsere Richtung. Das wäre natürlich der Traum. Sie gehen natürlich nach links, aber da kann Wyman ihn sehen. Schießt leider daneben und ich glaube, der andere hat. Rob, glaube ich, hat auch einen Overwatch Shot. Nein, ich habe mich getäuscht. Irgendwo da hinten ist eine zweite Gruppe, die jetzt das Schlachten übernommen hat. Oh, sehr schön. Wyman hat einen schönen Schuss auf den Trupper da hinten. Und den würde dann auch töten. Wyman, your job. Absolut got him. So, Rob. Kommt der da irgendwie rein? Nein. Was mir unklar ist, wie der hier von der Seite den Flankshot kriegen soll, aber. Okay, da war die Anzeige falsch. Ja, wenn man sich auf das verlässt. Oh, jetzt doch, er hat sie doch. Okay, ja, das machen wir. Und 5 Schaden, wow. Schöner Schuss. Oh, Elaria, wo bist du? Es ist ein bisschen weit weg. Für das alles. Also ich könnte eventuell. Vielleicht lassen wir einfach Sam. Deck mal Sam auf und lassen wir den hier. Bis zu Ende bringen. Dafür müssen wir ihn innen hier frei reinstellen. Hätte aber tatsächlich gar nichts dagegen. Auf geht's. Confirmed. I'm spotted. Sind wir das Prozent? Und kritisch. Den hat's einfach mal zerrissen. Target disabled. Kommt noch ein bisschen vor und gibt den anderen beiden Feuerschutz. Oh, die andere Gruppe ist aber extrem weit weg. Also wir haben einen gerettet, 9 sind noch übrig, von dem müssen wir noch 5 retten. Zum Beispiel ihn hier. Aber das ist jetzt an sich ja gar nicht so wichtig. Also den können wir auch einfach stehen lassen, ohne den zu retten. Ja, bevor wir das machen, erst einmal Sam hier so ein bisschen vorscouten. Hab nichts gesehen, okay. Dann können wir Wyman nachziehen. Ich denke mal, der hat da bessere Position als da hinten. Ist da eigentlich ein komischer Zaun? On my way. Me dirijo a la posición indicada. A ello voy. I'm on it. Overwatch. Ja, langsam. Arbeitet er sich in unsere Richtung vor, der Sektoid? Wo sind denn noch? Hier drüben sind noch 2, die wir retten können. Rob, gehen wir vor.
Nehmt mal den. Moving on target location. Get out of here. Full Cover plus Rettung. Wyman bleibt hier. Oh, da sind auch noch zwei. Sehr schön. Confirmed. Laria. Ja, einen guten Grund möchte ich die nicht zu eng zusammenstellen. Aber das verrate ich erst später, warum. Explorando. Scanning. I'm on it. On Overwatch. What's making that noise? Oh, die Gruppe kommt. Vielleicht. Ne, ist immer noch extrem weit weg. Ah, die zweite vielleicht. Ist ja noch eine andere Gruppe unterwegs. Okay. Dann retten wir doch mal. Machen wir das. Ja, müssen wir den mal retten. Moving to designated position. Why are you standing around? Go! Das soll erstmal reichen. 4, 5, 6. Kommt eine Gruppe? Jo, da kommt eine Gruppe. Nein, da kommt keine Gruppe. Da kommt schon gleich eine Gruppe, aber die macht sich erst noch über die Zivilisten her. Ziemlich sicher, dass wir die hier aufdecken, die Truppe. Moving to designated coordinates. Nein, und jetzt passiert genau das, von dem ich vorher geredet habe, unsere Überraschung. Da ist der Faceless. Wir hatten bereits Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken Sie nicht mal drüber nach. Voy hacia allá. 90%. Bei Faceless ist es übrigens ziemlich total egal, ob man da in Deckung steht. Okay. Deswegen kann Sam sich auch in Nicht-Deckung stellen. Und mal schauen, aber die mit den 83% hier einen sauberen Schuss abbringen, und zwar einen richtig guten Crit. Wyman. Habe ich eine andere Idee bei Wyman? Rob. Du musst den vom Halt schaffen. Jawohl. Und da haben wir dann auch noch das Level Up. Okay, hier möchte ich nämlich ganz gerne erstmal nachladen. Und auch Ilaria geht auf Overwatch. Ich denke, dass wir jetzt die Gruppe da aus dem Gebäude gleich öffnen werden. Jawohl. Das ist aber nicht diese Truppe. Was war das? 5 Schaden, auf was war das? Ich glaube, das hat jetzt gerade einen Trooper zerrissen. Absolut. Sehr gut. Okay, wir machen beide Gruppen auf einen Schlag auf. Ja, das macht mal richtig Spaß. Da brauchen wir die Blendgranate. Und zwar dringend. Wir brauchen hier auch Full Cover.
Das heißt, Sam geht hier rein. Hat nicht viele Optionen. Schauen wir mal, was Wyman hat. Wyman müsste doch jetzt einiges zu tun kriegen. Hier hinten einen, über 70%. Ja, die da hinten möchte ich gerne alle blenden. Dann wäre es mal ganz recht, wenn er uns den aus dem Weg räumt. Wyman, your job as always. Aber leider vorbei. Da ist nicht viel dabei. Ist auch nicht viel dabei. Dann versuchen wir doch den Sekt heute zu bearbeiten. Kritisch mit 7, nicht schlecht. So, Rob. Okay, Rob kann sauber geflankt werden. Das wollen wir unter gar keinen Umständen haben. Das heißt, Rob geht da auf den Teil, wo der Faceless rumliegt. Und warum kann ich ihn da nicht hinstellen? Hallo? Tatsächlich. Ich blockiert den. Nein, der blockiert den nicht. Du musst die Maus nur auf den richtigen, auf die richtige Position ziehen, bitte. So, jetzt hat er. Puh, das war ein Kampf. So, Blendgranate, und zwar so viele wie nur irgendwie möglich. Am liebsten wäre echt alle drei hier. Ja, die haben wir doch, oder? Die haben nicht getroffen da hinten. Trifft denn die Granate nicht? Er ist nämlich nicht rot gemakelt. Jetzt ist er rot gemakelt. Wird den da hinten auch noch gern treffen. Ja, geht wohl nicht. Dann nur die zwei. Und Elaria hat mir was anzubieten. Oh, Elaria hat mir die Granate auf den Sektor halt anzubieten, oder? Jawohl. Kann man vielleicht den da auch noch treffen? Ah, der ist einfach wieder zu weit weg. Schade, dass mit den Einzelgranaten da kann man nicht wirklich viel anfangen. Aber wenigstens den Sektor, also einen haben wir weniger. Nur noch gegen 4 geht's. Ich denke, wir haben alles hinter Full Cover, weil das nicht so verkehrt ist. Der ist ganz schön nah rangekommen. Oh, der geht auf Overwatch. Der markiert uns den Sam. Wird wahrscheinlich auch noch schießen, aber desorientiert. Oh, der Schuss ging weit, weit vorbei. Zumindest grafisch. Was macht der? Ich versuch's auch. Auch vorbei, aber ja, auch der war desorientiert. Der letzte leider nicht. Das heißt, der hat einen klaren Vorteil. Und trifft ihn auch. Für 3. So, als erstes hätte ich gern Wyman, dass uns den hier ausschaltet. Das geht nicht. Da er nur den einzigen Schuss auf den hat, muss er den einfach durchziehen. Bitte jetzt mal treffen. Jawohl, ausgeschaltet. Schön. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch den Typen da. Und der ist in Overwatch. ...62%. Was haben wir denn sonst? Rob, was hast du auf den? 64%. Okay. Okay. Also Rob, muss sagen, guter, sehr guter Einstieg ins Team. Was haben wir noch? Noch zwei, oder? Genau, die sind noch desorientiert, aber wahrscheinlich gleich nimmer. Und unser altes Problem hier ist, dass Sam markiert ist und sicherlich Target Nummer 1 für sie sein wird. Elaria. 56% und 60%. 60%. 60%. Nicht viel. Aber hey, besser als nix. Jawohl. Auch den weggebraten. Loot.
nur noch der Captain übrig. Und ehrlich gesagt, werden wir uns jetzt da mal aus der Affäre ein bisschen ziehen. Nach hinten gehen. Vielleicht sogar irgendwo, wo er uns nicht sieht. Weil mir das zu gefährlich ist. Für Sam. Oh, er ist nicht mehr desorientiert. Aber marken kann er wahrscheinlich jetzt nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob das ein Cooldown hat, um ehrlich zu sein. Oh, er geht auf Overwatch. Das ist doch mal eine Chance. Wir haben doch hier irgendwo noch Granaten. Ah, nur der Sam hat eine Granate. Genau, nur die Leute, die hinten sind, haben nur eine Granate. Da wird man den Overwatch auf jeden Fall triggern. Laria. Okay, dann machen wir jetzt so. Wir bringen erstmal den Overwatch weg. Mit Combat Protocol. 2 Schaden, hat er noch 5. Da ist keine guten Positionen. Warp. Warp. Auf geht's. Good copy. Moving on target. Ja, müssen wir ausnutzen. Wieder 3, sondern noch 2 Leben. Können wir die noch irgendwie weg? Befürchten nicht. Wir können nie und nimmer die Granate so weit schmeißen. Aber wir bringen Sam schon mal ein bisschen näher wieder. Ich glaube zwar nicht, dass wir die da hinkriegen. Fast. Okay. So, Wyman. Boah, ich will ihn nicht da oben hinstellen. Das ist so gefährlich. Und woanders kann ich nicht hinstellen. Was ich aber machen könnte, ist... Vielleicht irgendwo, oder das sieht alles, das sieht doch nichts, oder? Pistol Overwatch. Ach, wir bleiben einfach oben. Vielleicht bewegt er sich irgendwie saublöd. Weil er muss sich jetzt bewegen, weil er geflankt ist. Das heißt eigentlich immer, dass sie sich dann bewegen. Raus aus dem Flank hat er auch gleich gemacht. Und schießt auf den. Boah. Vielen Dank. Das könnte nämlich jetzt super sein. Der schießt den. Noch 3 zu retten, das reicht uns exakt. Dann gehen wir vielleicht nochmal Hilaria den Kill. Die kann ich gut brauchen. 91%, falls das nicht schafft, ist immer noch Rob da. Jawohl, alle down. Aber auf der Map ist irgendwo noch ein Faceless. Und ja, da ist er auch schon. Und der wird uns nächste Runde angreifen. Das heißt, wir müssen... Oh! Wyman hat sogar gleich noch einen Schuss. Jo, das machen wir. 77%, hört sich gut an. Wyman... 6 Schaden. Das ist aber mal nicht verkehrt. Rob. Der wird sich jetzt erstmal den Loot hier holen. Ah, das war ein Fehler. Ich hätte reloaden müssen. Das war mal ganz schlecht. Jetzt können wir ihn nicht in Overwatch setzen. Okay, dann setzen wir Sam auf Overwatch und hoffen, dass er ihn trifft. Nein, er tötet jetzt nicht den letzten. Was macht er? Okay, ich dachte, jetzt tötet er den Zivilisten. Daneben.
Das heißt, dass Ilaria jetzt einen Schaden einsteckt. Nein, Rob muss einen Schaden einstecken. Aufgrund meines Spielfehlers? Okay, ich glaube, sie hätten so und so erledigt. Der Weg war so weit, dass er nicht mehr zuhören konnte. Oh. Wenn ihr jetzt gerade den Stein hören könntet, der auf den Boden geknallt ist. Prozent, 5 Schaden, 3 hat er noch. Und ich will oder würde gern den Kill an Sam füttern. Mit einer Granate. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass wir uns da. Na, wir schaffen es, dass wir das so hinschmeißen, dass es nur ihn erwischt. Puh. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Und der Plan ist auch noch aufgegangen. Wir haben noch eine Beförderung gekriegt. Also das ist hervorragend gelaufen, weil eigentlich gerade die ersten zwei Vergeltungsschläge hart sind. Dann irgendwann sind die Faceless nicht mehr ganz so schlimm. Aber am Anfang sind sie schlimm. Wir haben genau 6 gerettet. Das war exakt die Zahl. 10 Gegner insgesamt getötet und wen hat's erwischt? Genau, Sam hat's erwischt. Auch ziemlich heftig. Ich gehe mal davon aus, dass er schwer verwundet ist. Ja, Rob hat sich eigentlich ganz gut eingefügt ins Team. Ja, da waren 2 Kills, vielleicht sogar 3 dabei. Deswegen grinst er auch so. Toller Einstieg. Sind unsere Helden und 2 Beförderungen haben wir. Fangen wir erstmal mit der von Sam an. Jo, der bekommt Schattenangriff. Das heißt, wenn er aus der Verstohlenheit angreift, dann kriegt er 25 zusätzliche Zielsicherheit und 25 zusätzliche Crit. Aber er wird leider eine Zeit lang aussetzen. Das war er schwer verwundet, 19 Tage. Also er ist sogar wieder eher an Bord wie Ed. Und jetzt schauen wir mal, was aus Rob wird. Ich könnte einen Grenadier sehr gut benötigen. Nein, er ist auch Ranger. Genau. 2. Ranger. Da kann er ja, Sam bei der nächsten Mission sofort nahtlos ersetzen. Ja, weil ich nicht drüber gesprochen habe. Wir haben jetzt ein fortschrittliches Zielfernrohr erhalten. Treffsicherheit wird um 10% erhöht und ja, die Möglichkeit, unsere Soldaten anderweitig noch auszustatten. Diese PKS, weiß jetzt gar nicht, was das ausgesprochen heißt. Beweglichkeit plus 10 ausweichen. Aber ich glaube, das können wir noch gar nicht machen. Gesichtslosen Autopsie. Die bringt das Mimic Beacon. Einen der besten Gegenstände bis vorgestern, als sie gepatcht haben. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Ja, für Nordamerika kriegen wir jetzt 15 Vorräte, Supplies mehr, aber Nordamerika haben wir noch gar nicht kontaktiert. Das bringt uns also jetzt im Moment noch nichts. Okay, jetzt will ich noch was ändern. Also ich haben wir es nochmal überlegt. Hallo, Commander. Wir kommen gut voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Commander, wir sollten so schnell wie möglich die Autopsie an dem Advent-Offizier im Kühllager durchführen. Super Idee, Teigen. Nämlich genau das werden wir machen. Das heißt, ich möchte diese beiden Sachen vorher machen und dann doch erst auf Magnetwaffen gehen. Das heißt, wir wechseln hier die Forschung. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch.
Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Oh, ganz schön viel Blut, oder was immer das war. Ich lenke unsere Bemühungen sofort auf das neue Forschungsprojekt, Commander. Ich melde mich, wenn wir Fortschritte erzielt haben. Okay, ein Ressourcenlager. Aber das machen wir jetzt noch nicht fertig. Erstmal holen wir uns die Rekruten. Haben wir noch einen Tag zum Scannen. Da haben wir sie auch. Ui, das ist aber eine ganze Stange an Rekruten. Wir haben Ygritte. Wir haben Arya Stark. Lord Varys und Euron Greyjoy. Vier Rekruten. Wow. Nicht schlecht. Dann hier zu den Vorräten. Aber da werden wir jetzt nicht lang scannen, weil jetzt müssen wir jetzt gleich unseren ersten monatlichen Supply Drop bekommen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ich werde mich bemühen. 165 Supplies bekommen wir. Und es gibt... Okay, hier gibt es einen Trooper, nämlich Daenerys Targaryen. Und, ja, Ingenieur oder Wissenschaftler. Zu kaufen am Headquarter. Und... Wie nennen sich? Düstere Ereignisse heißen ja auf Deutsch. Okay, was haben wir hier? Okay, die Alarmbereitschaft wird erhöht, falls das kommt. Also Wachsamkeit. Und hier Legierungspanzer. Aha, die bekommen schon eine Panzerung. Auf der Stufe noch nicht so gut, wenn man noch so wenig Schaden macht. Und unsere Vorratslieferung. Und zu der fliegen wir auch sofort. Auch wenn wir hier an Vorräten gerade scannen, aber die sind meistens nur 3 oder 4 Tage zum Scannen. Also die kriegen wir viel schneller als die da unten. Jo. Das war einfacher als Ihre letzte OP, Doktor. Central? Commander? Ja, ich finde das Operieren weitaus weniger beunruhigend, wenn der Patient nicht mehr lebt. Aber die Ergebnisse... Sehen Sie sich am besten selbst an. Die Autopsie des Advent-Captains hat die Existenz eines Implantats ähnlich der Einheit, die ich dem Commander entnommen habe, bestätigt. Aber es gibt Unterschiede. Was für Unterschiede? Diese Daten hier stammen direkt aus dem Implantat des Advent-Captains. Die Sequenz hier entspricht im Prinzip Ihnen, Commander. Oder zumindest den taktischen Informationen, die Sie in Ihrem Geist verarbeitet haben. Die Daten sind fast identisch. Die haben Sie gegen uns eingesetzt. Ja, aber... Die Advent-Daten zeigen Anzeichen von Verfall. Das Entfernen des Commanders aus dem Netzwerk hat erheblichen Schaden verursacht. Netzwerk? Ja, wir sehen hier ein psionisches Netzwerk. Diese Implantate sind in der Lage, Informationen zu empfangen und zu übertragen. Sehr viele Informationen. In Form von gerichteter psionischer Energie. Meiner Theorie nach benutzt Advent dieses Netzwerk, um die taktische Bereitschaft ihrer Truppen zu erhöhen und Anweisungen aus ihrer Befehlszentrale zu verteilen. Schauen Sie. Selbst in der schlechten Verfassung des Subjekts zeigt das Implantat noch immer Wirkung. Ein erstaunlicher Erfolg. Oder eine Schwäche. Möglich. Aber ich brauche direkten Zugriff auf Ihr Netzwerk, um sicher zu gehen. Ich schätze, das wird nicht einfach. Wir brauchen einen aktiven Link. Wir müssen einen lebenden Advent-Offizier hacken. Wie ich sagte, nicht einfach. Aber es ist die beste Spur, die wir haben. Ihre Entscheidung, Commander. Oh, die Katzin war jetzt gerade sauber laggy bei mir. Wir haben ein neues Ziel. Wir sollen den Testbereich bauen, das ist ein neues Gebäude. Das wir kriegen, nachdem wir die Autopsie jetzt abgeschlossen haben.
dann einen Schädelstecker dort bauen und den dann gegen den Advent-Offizier einsetzen. Es scheint, als hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Der Advent-Captain scheint die Verbindung zwischen den lokalen Untergebenen und dem Advent-Netzwerkturm zu stabilisieren. Commander, wenn wir diesen Schädelstecker von Tigen wirklich bauen wollen, brauchen wir einen speziellen Bereich, um ihn zu testen. Ist uns klar, Jen? Wir machen weiter mit der Widerstandskommunikation. So. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So, wir haben... Lokale Widerstandstruppen sind für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Jo, ist klar. So, jetzt fliegen wir erstmal hier hin. Wir haben jetzt 189 Vorräte. Ich glaube, jetzt schauen wir nochmal schnell zurück. In 5 Tagen wird die Gorilla-Taktik-Schule fertig. Okay, das heißt, wir sollten jetzt vielleicht erstmal kein Geld nicht ausgeben. Den brauchen wir jetzt auch da gar nicht nachschauen. Fliegen wir erstmal hier hin. Avenger berechnet neuen Kurs. Weil ich möchte das 5. Missionsmitglied kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon den Rang haben, dass wir das kriegen. Ich glaube, Sam ist es mit dem letzten Schuss, es war wie perfekt geplant, ist er ja aufgestiegen und ich glaube, es ist genau der Rang, den man braucht für das 5. Mitglied. Okay, also den Raum haben wir jetzt freigeräumt. Wir müssen da drin. Energieverbrauch erreicht. Und, da haben wir auch noch Vorräte bekommen, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall ein Energierelay bauen. Jetzt ist die Frage, soweit ich es weiß, reicht uns dann das Geld immer noch, um den 5. Mann zu kaufen, deswegen können wir es bauen. Bau des Energierelais eingeleitet. So, jetzt mal überlegen. Unseren letzten Ingenieur, setzen wir den jetzt da oder da beim Bau ein? Oder machen wir hier mit dem Wegräumen schon mal weiter? Das können wir eigentlich schon gut eher brauchen. Ich denke mal, wir setzen den Ingenieur erst einmal hier rein. Elena hilft uns, das zu bauen, damit es schneller fertig wird. Jo, halbiert sich dann dadurch dann auch 17 Tage. Und wir scannen weiter. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn sie beenden, was sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Ja, das Avatar-Projekt.
ist die Wind Condition von Advent. Wenn hier der Balken oben voll ist, dann kriegen wir noch eine gewisse Zeit. Und wenn wir es dann nicht schaffen, den Balken wieder um mindestens einen zu entleeren, dann haben wir das Spiel verloren. Kommen jetzt immer wieder Knubbel dazu. Okay, jetzt kommt kein Knubbel dazu, denn wir haben einen Gorilla-Einsatz vor uns. Schauen wir uns den erstmal ganz kurz an. Es ist in Neu-Mexiko, alter Yeti. Wir sollen eine Workstation hacken und können dadurch das düstere Ereignis verhindern, dass die Advent-Truppen Panzerung bekommen. Angeblich immer noch leicht. Und 166 Vorräte, was natürlich super ist. Die können wir gerade im Moment hervorragend gebrauchen. Gut, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Die Mission war ein voller Erfolg. Mir hat es echt gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann bitte ich euch, einen Like dazulassen oder gar zu abonnieren. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und bis dahin immer schön meinem Motto folgen. Keep on rockin'!